Und da geht's auch schon los. So, na Hermes, alles fit bei dir? Der sieht so ein bisschen merkwürdig aus, finde ich. Also ich habe das noch nicht ganz entziffern können, was der eigentlich darstellen soll hier. Eigentlich ist Hermes ja der Götterbote. Bam! Und mal wieder ein Laderuckler. Oh, jetzt müssen wir hier auch mal richtig kämpfen. Gegen diese bösen Räuber. Komm her. So, jetzt ist er tot mit einem komischen... So, das räumen wir auch weg. Das packen wir mal für schwere Zeiten ein. Unsere Waffen aus dem anderen Level, aus dem ersten Level, sind jetzt übrigens wieder weg. Damit muss man halt leben, dass man immer wieder... Ihr Schweine! In jedem Level von vorn anfängt. Also hier muss es wirklich bald Regen geben, so tief wie die Vögel hier fliegen. Anders kann ich mir das gar nicht erklären. Und laden. Dankeschön. Ab durchs Wasser. Ist das nicht idyllisch? Also das Spiel hat ja schon einige Jahre auf dem Buckel. Aber so für diese Comic, Comic-Art, in der das dargestellt ist, sieht es doch eigentlich ganz okay aus. Abgesehen von den pixeligen Darstellungen hier. Ich meine, es ist ein PlayStation 1 Spiel, muss man auch bedenken, ne? Also es hat ja schon einige Jahre auf dem Buckel. Bitte weitermachen. Dankeschön. Also ich weiß noch, die PS1, die habe ich damals Weihnachten 99 bekommen. Und ich vermute mal, dass das Spiel auch nicht allzu lange danach gekommen ist. So, drauf hier! Wunderbar! Das sammeln wir auch noch ein. Oh, wir sind schon beim R. Da haben wir schon die ersten zwei Buchstaben wieder verpasst. Das ist ja einerseits ärgerlich, andererseits gut, dass wir schon wieder so weit im Level sind. So, rüber hier. Das auch noch mit. Also ich muss sagen, dieses Blitzschwert ist mir eigentlich die liebste Spezialwaffe. Das können wir auch noch gut gebrauchen später. Vor allen Dingen, wenn es gegen diese blöden Blechvögel rangeht. Die lassen sich damit gut wegräumen. So. Ab in den... Oh Gott, in den Wald. Was zur Hölle? Was soll ich jetzt machen? Hallo? Ich gehe dann mal... Ich gehe doch nicht. Ja, da hat es unseren guten Herky erwischt. Wie räumt man denn diese Typen weg? Ja, wir hüpfen einfach mal drüber. Mann, Typ! Lass mich doch in Ruhe! Was will der von mir? Und wie räume ich den weg vor allem? Aua! Shit! Ich weiß nicht, was ich machen soll gegen die. Vielleicht benutze ich da mal meine Spezialwaffen, wenn ich die denn überhaupt noch habe jetzt. Nein, habe ich nicht mehr. Super. Ich versuche das nochmal mit der... Ach, der kommt noch nicht. Ärgerlich. Mann! Ach, leck mich doch. Ich raff's nicht. Sorry, aber... Könntest du mich mal in Ruhe lassen, bitte? Mann, was denn? Das verstehe ich nicht. Ich habe doch noch... Ach, Mensch. Ja, haben wir jetzt so ein bisschen Let's Fail hier. Ich probiere es jetzt nochmal so. Sag mal, jetzt ist aber... Leck mich doch. So, jetzt räumen wir die Scheiße hier weg und jetzt kannst du mich mal vollstens am Arsch lecken hier. Meine Güte, wo... Sag mal. Das muss mir mal einer erklären. Der kommt aus dem hinteren Baum hier und ist sofort in dem vorderen Bereich. Um mich dort zu penetrieren. Also ihr seht schon, auch in so einem Spiel kann man mal so ein bisschen aus der Haut fahren. Ich weiß nicht, was ich gegen die Typen machen soll. Aber jetzt werden wir einfach mal so vorgehen gegen die. Ah, wunderbar. Ich muss so ein bisschen mit dem Leben aufpassen hier. Das gefällt mir gar nicht gerade. Könntest du denn mal... Na geht doch. Arschloch. Arschloch. Du
Warum macht er das jetzt eigentlich nicht? Der macht das nicht. Ist ja ärgerlich. Ich wollte mir jetzt eigentlich mal fett in den Arsch treten hier, aber gut, dann nicht. Bing, bing. Pam. Und weiter geht's. So, da ist unser Leben doch eigentlich schon wieder ganz gut mit dabei. Vergessen wir die beiden Typen. Oh, da war was. Praktisch. So ein kleiner Hurky-Boy muss da gewesen sein. So, und da wird ja auch schon zwischengespeichert. Das passt doch alles. So, lade bitte etwas schneller. Dankeschön. Ich weiß nicht mehr, wie ich die beim Probespielen platt gemacht habe, die Zentauren. Ich weiß es echt nicht mehr. Wahrscheinlich auch mit dem Spezialwaffen. Oh Gott, mein Leben. Huh! Das gibt's ja gar nicht. Was ist denn los, Mensch? Also, das ist das erste ernsthafte Level und ich bin schon total am Failen hier. Das ist ja schlimm. Seltsamerweise habe ich trotzdem noch 3 Leben. Von daher scheint das ganz gut verkraftbar zu sein. Ich hätte jetzt jedenfalls... Komm jetzt her hier, du Sau. Wunderbar. Ich hätte jetzt jedenfalls keine Lust, hier schon Game Over zu gehen. Das wäre ein bisschen peinlich, glaube ich. Shit, jetzt habe ich irgendwie das Schlagen nicht hingekriegt. So. Das ist aber auch ein ganz schönes Weichei, der Herkules. Also das ist... Ich weiß nicht, unter einem richtigen Helden stelle ich mir was anderes vor. Oh, du Hund! Du blödes... Ach, die sieht man aber auch so beschissen. Wenn man sie sieht, dann springen sie ihn meistens schon an. So, hier hinten, das haben wir ja gesehen. Hier kann man hochhüpfen. Um oben noch was einzusammeln, was da so halbwegs versteckt liegt. So, das E interessiert mich eigentlich gar nicht. Wir sammeln es jetzt trotzdem mal mit ein. Mir ging es jetzt mehr um die Herkulade, beziehungsweise das Leben, das daraus resultiert. So, und jetzt wieder nach vorn hier. Ab auf den Felsen, wo uns der Nazi-Schatten blöd Pseudo-Wix empfangen hat. Und du darfst dann auch mal... Was ist denn hier los? Ja, bitte, dankeschön. Also irgendwie... Manchmal spinnt das mit der Steuerung so ein bisschen, habe ich das Gefühl. Danke! Und nochmal! Du sollst... Junge! Danke! Ach, das ist doch wunderschön hier. Alles, was das Heldenherz begehrt, haben wir hier. So, und jetzt sind wir noch fett munitioniert und haben auch noch dazu volles Leben. Und jetzt sind wir auch noch, haben wir auch noch so einen Helm. Den können wir jetzt, also nicht wie in dem Rennlevel, wo wir... Was machen die da hinten? Huh! Ihr Schweine! Ja, das war jetzt aber unfair. Rennen! Na toll! So, gut, dass Hermes hier steht. Also nicht wie in dem Parkour-Level, in dem Rennlevel, dass das sofort zu Unverwundbarkeit führt für eine Weile, sondern wir können das Ganze selbst ausrüsten. Na toll! Jetzt werde ich von blöden Blechvögeln und diesen schwarzen Viechern penetriert. Komm her! So, das eingesackt. Hier ist nichts. Komm her! Los, ich will nicht springen nach dir. Sehr gut. Das auch her. Und da steht schon wieder so ein Schwarzer, zu dem wir gleich dürfen. Kommt her! Kommt zu Papa! So, das noch her. Und jetzt rein zum Schatten. Zacki, zacki. Wunderbar! Das ist gut, wenn man die schon vorher sieht, dann ist man drauf vorbereitet und kann die locker platt machen. Leider ist einem das ja nicht immer vergönnt, nicht wahr? So, da hinten sind schon wieder die blöden... das war ja fies. So, da sind schon wieder die blöden Wurfzentauren, wollte ich sagen. Aber nicht bloß die, hier springt ja alles rum gerade. Und mein Leben ist schon wieder... naja... So, das war's für dich. Warten wir noch kurz auf den Blechvogel hier. Wunderbar. Und gibt's hier noch was? Nicht. Oh. Ich gehe dann mal. Huh. Tückisch. Hey. Sag mal.
Jetzt sterbe ich am Ende noch, weil ich selbst in so einen blöden Blechvogel reinspringe. Ich fasse es nicht. Oh, gut. Leben, Leben, Leben. Ich habe da gerade noch auch im Vordergrund ein bisschen Leben gesehen. Ich weiß aber gar nicht, wie wir da rankommen. Es wäre jetzt natürlich aber mal eine gute Maßnahme, das noch irgendwie zu ergreifen. Denn so gut geht's mir ja nicht. Ist hier irgendwie was? Nein? Ha! Ach, hier kann man. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. So wünsche ich mir das doch. So, und da geht es uns zumindest ein bisschen besser, bevor wir jetzt hier weitermachen. Denn so weit dürfte es ja jetzt auch nicht mehr bis zum Boss sein. Gut, dass wir hier mal in Ruhe den Stein wegrotzen können. Das ist doch viel angenehmer, als wenn da irgendwelche blöden Zentauren uns mit ihren beschissenen Steinen penetrieren. So, bitte weiterladen. Danke. Laden! Mensch, Mensch, Mensch. Ach, hier gibt es auch noch was zum Aufladen. Ja, wunderbar. Da sind wir doch schon wieder fast voll. Fast voll. Oh Gott! Was muss ich denn jetzt hier machen? Ach so, ich erinnere mich. Oh, das war nix. Aua, du Schwein. Ey, irgendwie klappt das gerade nicht so, wie es sollte. Und ich bin tot, glaube ich. Bin ich tot? Ja. Also man muss es irgendwie schaffen, dem auf den Rücken zu springen, soweit ich mich erinnere. Ich weiß auch nicht, wie man das rauskriegen soll, wenn man hier nicht gerade... Aua! Lass doch mal, Mensch. Typ! Ja, ist klar! Aua! Mensch, das ist doch nicht wahr. Also ich stelle mich gerade hier wirklich bescheuert an, habe ich das Gefühl. Ist es denn zu fassen? Ja, hallo? Es klappt wunderbar, wirklich. Also, um nicht zu sagen, überhaupt nicht. Irgendwie muss ich über den... Lass mich doch mal in Ruhe hier. So, über den drüber? Könntest du? Nein. Doch, jetzt. Und jetzt hier auf den Rücken, verdammt nochmal, du Hund! Das ist doch nicht wahr, hä? Jetzt mach doch mal. Ist es denn wahr? Jetzt so? Nein? Überhaupt nicht? Super. Und ich bin wirklich fast tot, ich fass es nicht. Es klappt nicht. Ich weiß nicht, wie es geht, Zoe. Es ist mir gerade so ein bisschen zu hoch. Aber ich kann ihn auch so nicht treffen und ich bin tot. Shit! Schiete, schiete, schiete. Das ist doch... Ach, Leute. Leute, Leute, Leute. Es ist nicht einfach. Ich glaube, das war's. Liebe Geschichten ohne Happy End. Mambo cha 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 stark. Ja, wir sind Game Over. Pech gehabt! Ja Leute, also ich versuche das Ganze jetzt nochmal, ich versuche nochmal bis zu der Stelle zu kommen. Und dann probiere ich mal rum, wie das geht. Ich habe jetzt echt keine Ahnung, das ist total schrecklich. Das deprimiert mich gerade total und kratzt mich auch in meiner Ehre. Aber ich schalte dann wieder zu, sobald ich dann endlich wieder dort bin. Bis dahin, tschüssi!